alles solche Beispiele. Um die zu verstehen, werde ich jetzt zunächst den Begriff der Korrelation einführen. Ja, die Sachen sind ja alle stark korreliert. Und was ist das jetzt genau, Korrelation? Das gucken wir uns also auch mit Formeln an und noch mit weiteren Beispielen. Also die eine Sache ist so, dass man so eine Story hat wie hier. Diese Stories, das ist eine Beschreibung, wo man so intuitiv sagt, macht Sinn. Die andere ist praktisch, dass man sich Kurven anschaut. Und das haben Christoph Drösser und seine Kollegin Frau Lerche haben das mal gemacht. Die haben so mehrere Statistiken so zusammengeführt. Die gucken wir uns gleich im Detail an. Und das wurde also in der Zeit am 26. März 2015 mal veröffentlicht auf dieser Grafikseite. Das war die Grafik Nummer 36. Da ging es um Korrelationen. Hier so ein Beispiel. Die haben das also sehr schön aufbereitet und netterweise, also ich habe dem Herrn Drösser eine E-Mail geschrieben, darf ich diese Sachen hier auch benutzen in der Vorlesung? Das ist super, weil das sind ganz tolle Beispiele. Zum Beispiel, die eine Kurve ist die Anzahl der Kino-Werbefilme, das ist diese rote Kurve, die geht immer so hoch und runter. Und die andere Kurve ist durch alkoholbedingte Tote durch psychische und Verhaltensstörungen in Deutschland. Und da sieht man irgendwie, dass sie sehr stark korrelieren, diese beiden Kurven. Jetzt habe ich wieder das Wort Korrelation benutzt. Was meine ich damit? Im Prinzip, dass diese beiden Kurven ähnlich sind. Ja, die haben also eine ähnliche Form. Wenn die eine hoch geht, geht auch die andere hoch, beziehungsweise wenn die eine runter geht, geht auch die andere runter. Das bedeutet also hier Ähnlichkeit. Ja? Der Korrelationskoeffizient, das ist so eine Zahl, die man ausrechnen kann, die ist relativ hoch. Der maximale ist 1 oder minus 1. Das hier liegt immerhin bei 0,79. Das sind also sehr stark korreliert, diese beiden Kurven. Daraus könnte man jetzt schließen, dass Werbefilme für den Tod von Menschen verantwortlich sind. Ja? Und auch hier ist der Bezug natürlich irgendwie abstrus und es ist offensichtlich, dass es Quatsch ist. Aber wie gesagt, wenn das jetzt andere Größen sind, die wir weniger gut verstehen, aus der Wirtschaft oder sowas, dann könnte man also leichter so argumentieren, dass da doch ein Zusammenhang bestehen muss. Immerhin sind die beiden Kurven so ähnlich. Okay? Wie wird nun dieser Korrelationskoeffizient ausgerechnet? Der wird typischerweise mit diesem griechischen Buchstaben Rho, das sieht aus wie so ein kleines P ohne diesen Haken hier, dargestellt. Ich habe also zwei Zufallsvariablen. Ja, die eine Variable ist die Anzahl der Werbefilme, die andere Variable ist die Anzahl der Toten. Und für jede dieser Variablen kann ich eine sogenannte Standardabweichung ausrechnen. Das ist also so eine Streuung, die ich habe. Und ich kann eine sogenannte Kovarianz zwischen diesen beiden ausrechnen. Die Kovarianz sagt mir praktisch, wie einig sich die beiden Größen sind, wenn es nach oben oder nach unten geht. Wenn beide gleichzeitig immer groß sind und gleichzeitig klein sind, dann ist die Kovarianz halt eine große Zahl und sonst ist es eine kleine Zahl. Und jetzt dieses dividiert durch die Standardabweichung macht so eine Art Normalisierung. Ja, die Kovarianz ist eine Zahl, die kann also beliebig groß werden, abhängig von den Zahlen, die ich dann wirklich habe. Aber wenn ich noch durch die Standardabweichung dividiere, dann ist das so eine Art Normalisierung. Dann bekomme ich eine Zahl raus, die zwischen minus 1 und plus 1 liegt. Ja? Konkreter sieht die Formel so aus, das ist jetzt die sogenannte empirische Korrelationskoeffizient. Ja, Korrelationskoeffizient ist dieses Ding, das ist so sehr mathematisch definiert. Ja, da stecken jetzt allerdings Integrale hinter und etwas kompliziertere Formeln. Wenn man es konkret schätzen möchte aus Daten, dann benutzt man einen sogenannten empirischen Korrelationskoeffizienten und dort hat man jetzt konkrete Summen. So, was muss man da berechnen? Zunächst rechnet man so eine Art Mittelwert aus und dann rechnet man den quadratischen Unterschied zum Mittelwert aus. Man fragt sich also, wie stark weiche ich von dem Mittelwert ab mit meinen Werten und daraus die Quadratwurzel, das definiert sozusagen die sogenannte Standardabweichung. Ja, man rechnet also den quadratischen Unterschied zu diesem Mittelwert aus, daraus die Wurzel ist die Standardabweichung. Das kann man für die eine Variable machen und für die andere. Und oben steht so eine Art Mischung. Anstatt jetzt das x irgendwie so zu quadrieren, multipliziert man das x mit dem y. Wenn also beide Zeitreihen oder beide Zahlenreihen gleichzeitig nach oben hin abweichen von ihrem Mittelwert, ja, wenn also das x1 größer als der Mittelwert ist, kommt ja hier was Positives raus. Und wenn das y1 auch größer als der Mittelwert ist, dann habe ich hier zwei positive Zahlen stehen und wenn ich die multipliziere, kommt was Großes Positives raus. Umgekehrt, wenn mal die eine nach oben und die andere nach unten abweicht, dann bekomme ich eine negative Zahl raus. Wenn ich das Ganze jetzt aufsummiere, ja, und zwei Kurven sind sich total einig in dem, wie sie nach oben oder nach unten gehen, dann kommt entsprechend eine große Zahl raus. Ja, wenn sie sich total uneinig sind, dann kommt eine große negative Zahl raus. Und wenn es mal so ist und mal so,
dann hebt sich alles weg und es kommt eine 0 raus. Okay? Das ist also eine Formel, mit der ich jetzt berechnen kann, ob zwei Zeitreihen oder zwei so Zahlenreihen, ob die sozusagen sehr ähnlich sind oder ob sie nicht ähnlich sind. Okay? Das berechnet also die Korrelation. Hier sind erstmal weitere Beispiele. Die Formel gucken wir uns gleich auch nochmal an. Das sind weiterhin Beispiele aus der Zeit. Da wird also die Anzahl der verkauften Schallplatten, ja, wird verglichen mit dem Goldpreis. Okay, und jetzt ist die Frage, aha, die sind sehr, sehr stark korreliert, 0,9. Bedeutet das also, dass Schallplatten oder die Anzahl der verkauften Schallplatten, dass es den Goldpreis in die Höhe schickt? Das könnte ja daran liegen, dass wenn man als Künstler ganz, ganz viele Schallplatten verkauft, kriegt man eine goldene Schallplatte. Ne? Das heißt, da steigt also die Nachfrage nach Gold, je mehr Schallplatten verkauft werden. Das heißt, also das ist wieder ganz geschickt von den Journalisten hier gemacht. Die haben also zwei so Zeitreihen genommen, die irgendwie schon was miteinander zu tun haben, aber nur so um so mehrere Ecken, sodass man den Zusammenhang zwar sieht, aber eigentlich ist der Zusammenhang abstrus. Ja, und das hat nichts miteinander zu tun. Nächstes Beispiel, ist Indiviensalat verantwortlich für Infektionskrankheiten? Auch hier wieder eine sehr starke Korrelation zwischen der Anzahl der Toten durch bestimmte Krankheiten und der geernteten Menge von Indiviensalat. Ja, auch sehr stark korreliert. Da fragt man sich natürlich, wenn man das so sieht, ja, wenn die so ähnlich sind, die Kurven, dann muss doch was dahinter stecken irgendwie. Ja. Aber es ist so, der Trick ist der, man fängt mit der einen Kurve an und dann geht man halt ganz, ganz viele andere Zahlenreihen, Kurven durch und pickt sich einfach die raus, die möglichst ähnlich ist. Das heißt, man vergleicht Indiviensalat, Radieschen, Pilze, andere Gemüse und so weiter und so fort und man pickt einfach die Kurve, die am ähnlichsten sind. Ja, und dann, damit hat man dann einen starken Zusammenhang zwischen zwei Größen, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Ja. Was haben wir sonst noch? Der tödliche Amtsschimmel. Ja, da haben wir also die Anzahl der Beschäftigten im öffentlichen Dienst und die Anzahl der geschlachteten Pferde. Aha, okay. Also weil mehr Pferde geschlachtet werden, nimmt die Anzahl der Beschäftigten im öffentlichen Dienst zu. Ja. Oder umgekehrt, weil mehr Beschäftigte im öffentlichen Dienst sind, dann ein bisschen zeitlich verzögert, werden dann auch mehr Tiere geschlachtet, mehr Pferde geschlachtet. Ja. Auch da wieder ein Zusammenhang, der sich natürlich aus diesem Wort Amtsschimmel irgendwie ergibt, Pferde und Beamte sozusagen. Und dann ist es irgendwie geschickt rausgepickt, diese Daten, ja, die also stark korrelieren. Dann gibt es noch den einschlagenden Erfolg. Ja, die Anzahl der, die Punktezahl des Siegers beim Eurovision Song Contest und die Anzahl der Toten durch Blitzschlag. Ja. Also die sozusagen hängen auch sehr stark zusammen. Sie wissen natürlich, das sind alles nur Zufälle. Ja. Und der Trick ist der, dass man einfach so lange sucht in irgendwelchen Datenarchiven, bis man zwei Kurven findet, die irgendwie was semantisch miteinander zu tun haben und die sehr stark korrelieren. Ja. Aber wenn man das so präsentiert, dann könnte es so aussehen, dass man einfach diese zwei Kurven genommen hat und die hängen zusammen und die belegen also, dass die Anzahl der Punkte, ja, mit den Toten durch Blitzschlag zusammenhängt. Und wie gesagt, ich wiederhole das nochmal. Pardon. Hier ist es offensichtlicher Unsinn, ja. Aber bei Größen, bei denen man sich nicht so gut auskennt, Arbeitslosenzahl oder der Goldpreis oder, da könnte natürlich ein Wirtschaftsexperte kommen und dann irgendwas behaupten und sagen, ja, die Kurven hängen ja sehr stark zusammen, sind ja sehr ähnlich, also ist das eine die Ursache vom anderen. Okay? Und Ziel dieser Vorlesung ist, dass Sie da so ein bisschen so ein Gefühl für bekommen oder Begriffe dafür bekommen, um darüber nachzudenken. Ja? Das ist also die Sache. Was haben wir sonst noch? Wir haben noch die Anzahl der Dokumentarfilme und die geschlachteten Schweine. Ja, die sind auch, hängen irgendwie eng zusammen. Ja, das hat also was mit schweinischen Filmen zu tun. Dann gibt es noch die beförderten Personen und das Alter der deutschen Weinkönigin. Das wird immer abstruser. Ja, das hängt auch sehr stark zusammen, immer in eine Korrelation von 0,87. Ja, da fällt mir jetzt auch keine gute Story zwischen ein. Was wir jetzt gesehen haben, die Korrelation von diesen ganzen Sachen ist sehr hoch. Aber Korrelation misst nur die Ähnlichkeit zwischen zwei Kurven. Die sagt noch nichts darüber aus, ob das eine die Ursache von der anderen ist. Außerdem ist der Korrelationskoeffizient ja auch symmetrisch. Ja, also es ist ja nicht so, wenn ich x und y vertausche, kommt der gleiche Korrelationskoeffizient raus. Ist also eine symmetrische Größe, die ich ausrechne. Trotzdem hat man natürlich intuitiv, meinetwegen bei der Anzahl der Nachfrage, die man durch öffentliche Projekte erzeugt, hat man den Eindruck, das ist eher sowas Typ Ursache und die Arbeitslosenquote ist eher sowas Typ Wirkung, ja, weil sie einfach eine Größe ist, die ich nicht direkt beeinflussen kann. Das heißt, man hat da so ein intuitives Verständnis von diesen Sachen. Gut,
Man kann das jetzt auch noch anders auffassen. Also diese, Sie haben das ja schon gesehen, wenn wir so einen Scatterplot machen, haben wir im Wesentlichen als Ursprungsdaten eine riesige Tabelle, wenn Sie wollen, eine Excel-Tabelle mit zwei großen Spalten. Die eine Spalte ist das X und die andere Spalte repräsentiert das Y. Und diese Spalten kann man natürlich auch als Vektor auffassen. Und mathematisch ausgedrückt rechnet man mit dem Korrelationskoeffizienten so eine Art normalisiertes inneres Produkt aus. Also man macht so eine Multiplikation zwischen diesen beiden Vektoren und summiert alles auf. Und das rechnet praktisch eine Ähnlichkeit zwischen zwei Vektoren aus. Ja, also dieser Korrelationskoeffizient rechnet wirklich eine Ähnlichkeit zwischen zwei Kurven aus. Noch eine andere Perspektive ist für die Leute, die da sich mehr mit Statistik schon beschäftigt haben, dass dieser Korrelationskoeffizient ist eine Second-Order-Statistik. Erstmal, was ist überhaupt eine Statistik? Eine Statistik ist eine Größe, die ich irgendwie aus meinen Daten ausrechnen kann. Zum Beispiel der Mittelwert ist eine Statistik. Und zwar eine First-Order-Statistik, weil da praktisch nur meine Daten mit dem Exponenten 1 drin vorkommen. Da wird also nichts quadriert oder auch 3 genommen oder sowas, sondern ich habe die Daten einfach nur so, wie sie sind und sie werden irgendwie aufaddiert. Bei einer zweitstufigen Statistik, da darf ich auch Daten miteinander multiplizieren, wie ich das halt im Korrelationskoeffizienten auch mache. Da multipliziere ich ja Daten von x mit Daten von y. Das ist dann eine Second-Order-Statistik. Ja? Und all das kann man auch so auffassen, wie dass man das Ganze als Gauss-Verteilung auffasst. Man modelliert die Daten irgendwie mit einer Gauss-Verteilung. Wodurch wird eine Gauss-Verteilung beschrieben? Durch ihren Mittelwert und durch ihre Varianz. Ja, und der Mittelwert ist eine erststufige Statistik, die man halt ausrechnen kann auf den Daten. Und die zweitstufige Statistik, dieser Korrelationskoeffizient, beziehungsweise die Standardabweichung, das sind sozusagen die anderen Parameter, die man also für eine bivariate Gauss-Verteilung halt braucht. Ja, das heißt also, wenn man über Korrelation redet, ist es so, als wenn man die Daten mit einer Gauss-Verteilung modelliert und eine Gauss-Verteilung daran fittet und dann guckt, was man hat. Ja. Und das ist ganz gut, um Ähnlichkeit zwischen zwei Kurven festzustellen, aber es sagt nichts darüber aus, ob das eine die Ursache von dem anderen ist. Okay? Gut, soweit so gut. Hier einmal noch zum Mitschreiben. Korrelation impliziert nicht Causation. Das ist also ganz, 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 ganz wichtig, dass man das also abspeichert für sich. Und wenn Sie so wissenschaftliche Artikel mal genauer lesen und da wird von einem großen Korrelationskoeffizienten gesprochen, dann ist es manchmal so, dass die Autoren und Autorinnen das dann natürlich gerne sehen, wenn das zwei Größen sind, die, wo vielleicht das eine die Ursache vom anderen ist. Aber typischerweise steht dann immer noch so ein Disclaimer da und es ist klar, dass Korrelation impliziert nicht Causation. Ja, und jetzt wissen Sie, warum das da steht. Ja. Und wenn das dann nicht steht sozusagen, dann ist es halt relativ unsauber. Dann wird vielleicht mehr daraus geschlossen, als da wirklich ist. Ja. Also man kann ja alle möglichen Studien machen, wo es um, was weiß ich, Intelligenz von Kindern geht oder solche Sachen wie Computerspiele und Intelligenz von Kindern, wie das wieder miteinander korreliert. Und letztendlich gibt es da unter Umständen Korrelationen. Aber wie wir sehen werden, gibt es noch andere Begründungen, warum zwei Kurven ähnlich sein können. Es muss nicht so sein, dass das eine die Ursache von der anderen ist, sondern es gibt da auch andere Begründungen. Andererseits ist Korrelation halt eine Sache, die man sehr leicht ausrechnen kann auf Daten. Ja? Das ist also eine ganz einfache Formel und sie gibt unter Umständen Hinweise darauf, dass es da Beziehungen zwischen zwei Variablen gibt. Ja, es ist zwar nicht direkt das eine die Ursache und das andere die Wirkung, aber da scheint ja dann manchmal eine interessante Beziehung zwischen zwei Variablen zu sein. Ja? Und das heißt, da muss man dann aber weiter nachforschen. Und was man genau machen muss, werde ich im Laufe der Vorlesung auch noch dann erwähnen und Ihnen versuchen zu erklären. Ja? Im Wesentlichen muss man halt die eine Größe mal verändern. Ja? Man muss also da intervenieren, eine Intervention machen und dann gucken, ob sich die andere Größe verändert oder nicht. Ja? In vielen Fällen ist es aber nicht möglich, ja? Aber in der Politik ist es durchaus möglich. Zum Beispiel könnten Sie folgende Intervention machen, Sie setzen das Tempolimit auf 100 und dann können Sie den CO2-Pegel in irgendwelchen Städten oder in irgendwelchen Landschaften messen und vielleicht stellen Sie dann sozusagen eine Korrelation fest. Ja, und da Sie sozusagen die eine Variable jetzt abgeändert haben, wenn Sie dann einen Effekt in der anderen sozusagen messen, also einen Unterschied, dann kann man auch davon sprechen, dass das eine die Ursache ist und das andere ist die Wirkung. Ja. Also man kann durch Experimente kann man sowas rausfinden. Das gucken wir uns aber noch genauer an. Es gab mal eine sehr schöne Webseite, leider konnte ich dieses Tool nicht mehr wiederfinden, das war jetzt leider verschwunden, das hieß Google Correlate. Ja, und das war genau das, da konnten Sie also zwei verschiedene Zeitreihen vergleichen.
Sie konnten also hier oben eingeben, irgendwas, was weiß ich, die the state's latitude, was weiß ich, von einem Bundesland sozusagen, irgendwie die Höhe über NN, beziehungsweise irgendwie die Koordinate auf dem Globus, und konnten dann andere Zeitreihen oder andere Werte suchen, die sozusagen sehr, sehr stark damit korrelieren. Ja, das war so ein Tool, um genau solche Plots zu machen, wie wir gerade gesehen haben. Da konnten Sie dann also von mir aus die Schallplattenverkäufe als Zeitreihe eingeben von Hand. Da oben war signed in to enter your own data. Das heißt, man konnte seine eigene Zeitreihe auch eingeben. Und dann könnte man in einer riesigen Datenbank von Vektoren bzw. von solchen Zeitreihen, konnte man dann welche finden, die sehr ähnlich sind. Ja, und wenn ich jetzt Journalist bin und will dann solche Plots machen, dann nehme ich also so ein Tool. Ja, steckt da meinetwegen die Anzahl der Punkte beim European Song Contest rein und schau mir, was Google mir dann mal so ausspuckt, welche Zeitreihen dazu korrelieren. Und wenn ich dann eine finde, aus der ich dann noch eine Story machen kann oder eine Überschrift, dann habe ich ein weiteres Beispiel gefunden dann für diesen Artikel. Ja. Und das hört sich jetzt so an wie, ja, das ist ja alles total einfach, aber es ist halt total instruktiv. Also diese Seite, die da in der Zeit gedruckt wurde, ich glaube, die hat halt einen großen Impact, weil sie das halt mal einmal so darstellt, wie zwei Zeitreihen halt, wie stark zwei Zeitreihen zusammenhängen können, ja, obwohl sie nichts miteinander zu tun haben. Ja, es gibt noch einen anderen Plot, den habe ich Ihnen jetzt hier nicht gezeigt, weil ich da keine Rechte dran gefunden habe. Ich beschreibe Ihnen mal in Worten. Ich hoffe, das ist trotzdem erlaubt. Da sehen Sie also im Prinzip die Berglinie von irgendeinem Bergrücken im Yosemite-Nationalpark. Das ist also einfach nur ein Foto, wo Sie die Berge sehen. Und darüber ist eine Kurve geplottet. Das ist die Murder Rate in New York City. Und diese beiden Kurven korrelieren halt perfekt zusammen. Ja? Und das ist ein weiteres abstruses Beispiel, wo man irgendwie merkt, das macht irgendwie keinen Sinn. Aber diese das Beispiel, das passt bis auf die Zacke genau übereinander. Ja, also die sind also extrem gut. Kann man sich wieder fragen, ja, wie macht man sowas? Man macht das einfach, man macht ein Foto in den Alpen, dann macht man daraus eine Zeitreihe aus diesen Bergen, tippt das in dieses Tool Google Correlate ein, die Zeitreihe, und bekommt dann von Google ganz viele Vorschläge mit anderen Zeitreihen, die sozusagen eine extrem hohe Korrelation haben. Ja? Also das ist also dann einfach nur ein Suchproblem. Und dann hat man halt ein schönes Bild. Ein schönes Beispiel sozusagen, warum Korrelation nicht Causation impliziert. Gut, hier nochmal die Formel. Die sieht natürlich ein bisschen kompliziert aus für Sie vielleicht mit diesem Summenzeichen und dieser Wurzel. Deswegen gehen wir da noch einmal schnell durch. Das hier unten ist praktisch nur der Mittelwert, wie man ihn so kennt. Nur halt aufgeschrieben jetzt mit diesem Summenzeichen. Sie haben also x1, x2, x3, x4 und so weiter bis x10. Wie rechnen Sie den Mittelwert aus? Sie summieren die ganzen Zahlen auf, dividiert durch die Anzahl der Zahlen, die Sie gehabt haben. Das ist also so, als wenn wir jetzt die mittlere Schuhgröße von uns allen hier ausrechnen würden, dann würden Sie mir alle Ihre Schuhgröße sagen. Ich summiere die alle auf, dividiert durch 1000 Leute sitzen hier, glaube ich. Ja, okay, also 20, sage ich mal jetzt, optimistisch geschätzt. Dividiert durch 20, ja, dann hätte ich damit den Mittelwert ausgerechnet. Soweit so gut, das kennen Sie bestimmt. Um jetzt die sogenannte Streuung oder Varianz oder Standardabweichung auszurechnen, macht man jetzt Folgendes, dass man diesen Mittelwert nimmt, ja, und da rechnet man also immer die Differenz zu diesem Mittelwert aus und quadriert das Ganze, ja. Durch das Quadrieren wird da was Positives raus und es ist sozusagen, wenn ich weiter weg bin, dann kommt was Größeres dabei raus. Ja, wenn also der Durchschnittswert vielleicht Schuhgröße 40 ist hier oder sowas und jemand hat jetzt irgendwie riesengroße Füße, Schuhgröße 48, dann hätte das also einen sehr großen Einfluss auf die Varianz. Das würde die Varianz sehr stark beeinflussen. Wenn ich nur ein bisschen abweiche von der Schuhgröße 40, hat das nur einen kleinen Einfluss auf die Varianz. Dieses Ding hier unten drunter ist also ungefähr die Varianz, wobei hier ein 1 durch n fehlt. Ja, genau genommen müsste man das jetzt also auch mitteln. Das ist also der mittlere Abstand, der mittlere quadratische Abstand zum Mittelwert. Das ist also die Varianz. Und die Quadratwurzel daraus ist die sogenannte Standardabweichung. Ja. Warum gibt es die Varianz und die Standardabweichung? Der Grund ist, das Schöne an der Standardabweichung ist, dass man die jetzt auch in Zentimeter messen kann. Ja, die Varianz, da wird ja alles quadriert. Das heißt, die Einheit der Varianz ist Zentimeter Quadrat bei der Schuhgröße. Ja, das kann ich jetzt aber nicht in mein Diagramm einzeichnen. Aber Sie haben das bestimmt schon mal gesehen. Wenn Sie so eine Gauss-Verteilung an irgendwelche Daten, an so ein Histogramm dran plotten, dann malen Sie meistens den Mittelwert ein und Sie machen vielleicht noch so einen Pfeil nach links und rechts,
wie solche Fehlerbalken oder sowas, wo sie dann eine Standardabweichung hinmalen. Ja, und damit haben sie irgendwie so ein bisschen die Verteilung dargestellt. Und diese Standardabweichung hat halt die gleiche Einheit, dadurch, dass ich hier die Wurzel rausziehe. Gut, das ist auch genau das, womit ich diesen oberen Term dividieren muss, um die ganze Sache normalisiert zu bekommen. Also man kann also zeigen, dass dieser empirische Korrelationskoeffizient immer zwischen 1 und minus 1 ist. Ja? Selbst wenn die Zahlen x sozusagen jetzt Schuhgrößen sind und die liegen eigentlich so um 40 gestreut oder sowas, ist durch dieses dividiert, durch die Standardabweichung, wird das Ganze so runternormalisiert, dass eine Zahl zwischen 1 und minus 1 rauskommt. Warum ist das schön? Naja, ich will ja Zeitreihen vergleichen, aber mir ist es letztendlich egal, ob die Zeitreihen viel streuen oder wenig streuen. Ja, die Anzahl der Punkte bei diesem, wie heißt das Ding in European Song, ESC oder so? Ich glaube ESC. Bei diesem ESC, die sind vielleicht auf irgendeiner Skala von 0 bis 100 oder so, keine Ahnung, wo die jetzt genau liegen. Ja, und die Anzahl der Weinköniginnen sind vielleicht nur von 0 bis 10 oder sowas. Und ich will diese Zeitreihen ja auch vergleichen können. Das heißt, die Skalierung, die Streuung, die will ich eigentlich wieder wegrechnen. Deswegen dividiert man dann durch die Standardabweichung. Das ist also so eine Art Normalisierung. Ja. Gut. Und der obere Term, der rechnet jetzt nicht den quadratischen Abstand aus. Ja, das war dieses Ding hier, sondern der rechnet eher aus, wenn ich mich sehr stark von meinem Mittelwert unterscheide in meiner x-Zeitreihe, unterscheidet sich denn das y auch in die gleiche Richtung sehr stark von dem entsprechenden Mittelwert. Dann wird das also kombiniert, ja, und dann entsprechend die Zahlen aufsummiert. Und wenn ich mir immer einig bin mit der anderen Zeitreihe, ob ich nach oben oder nach unten abweiche, dann kommt da halt eine relativ große Zahl raus. Ja, und umgekehrt, wenn die eine nach oben geht, geht die andere Zeitreihe immer nach unten, dann bin ich sozusagen negativ korreliert und ich bekomme da am Ende eine minus 1 raus. Das ist also auch stark korreliert, aber genau umgedreht. Ja, mit sozusagen, wenn die eine Zahl groß ist, ist die andere immer klein oder sowas. Gut. Wir haben uns ja ein bisschen mit Scatterplots beschäftigt, das heißt, zwei solche Vektoren, zwei so Spalten in der Excel-Tabelle kann ich auch immer als Scatterplot darstellen. Und hier sind jetzt 7 Beispiele von solchen Scatterplots. Ja, man kann sich jetzt fragen, so wie ist jetzt, was kommt hier für ein Korrelationskoeffizient raus? Ja, fangen wir mal mit dem ersten an. Was käme denn für so eine Verteilung von Daten für ein Korrelationskoeffizient raus? Hat da jemand eine Idee, was da rauskommen müsste? Ja? Ja, da kommt 1 raus. Und warum glauben Sie, dass da 1 rauskommt? Genau, die liegen alle perfekt auf einer Linie. Gucken wir uns das mal genauer an. Im Wesentlichen geht es ja darum, wir brauchen den Mittelwert entlang der x-Achse. Ja, und entlang der x-Achse, der Mittelwert wird irgendwo hier genau in der Mitte sein. Ja, und dann haben wir noch den Mittelwert entlang der y-Achse, der ist irgendwo auch genau in der Mitte, ja, aber jetzt horizontal. Und der Korrelationskoeffizient, der stellt ja die Frage, wenn ich entlang der x-Achse nach oben abweiche von meinem Mittelwert, weiche ich dann auch nach oben ab an meiner y-Achse. Ja, und das ist hier immer perfekt gegeben, wenn die genau auf dieser Linie sind. Okay? Das heißt also, sie sind sehr stark korreliert. Wie sieht es jetzt für den auf der anderen Seite aus? Was ist denn da der Korrelationskoeffizient? Hat da auch jemand schon eine Intuition? Genau, das ist genau gegenläufig. Das heißt, wenn die eine Zahl groß ist, ist die andere Zahl ganz klein. Die eine Zahl, die weicht sozusagen über den Mittelwert ab und die andere weicht dann immer nach unten über den Mittelwert ab. Das heißt, da haben wir auch eine sehr starke Korrelation, aber eine negative Korrelation. Okay? Sie können sich jetzt schon denken, was das jetzt für die Scatterplots hier in der Mitte bedeutet. Nehmen wir mal den in der Mitte an. Was kommt da für ein Korrelationskoeffizient raus? Ja? Da kommt genau 0 raus und 0 heißt, wenn ich jetzt hier sozusagen die Summe mache, mache ich die Summe ja praktisch über alle diese kleinen blauen Punkte. Ja, also jeder dieser blauen Punkte erzeugt mir einen Summanden in dieser großen Summe und da gibt es also Summanden, ja, in dieser Ecke hier oben, in diesem Quadrat, was praktisch hier oben rechts ist, ja, da gibt es also immer eine Abweichung vom Mittelwert. Der Mittelwert ist genau in der Mitte, ist hier der Ursprung, ja. Da sind also beide Zahlen groß. Okay, da ist also das Produkt irgendeine positive Zahl. Dann gibt es noch welche hier unten in dem Quadrat unten links. Ja, und dort sind beide Zahlen klein, also negativ sozusagen. Die weichen beide nach unten ab. Wenn ich die beiden Zahlen wieder multipliziere, kommt auch was Positives raus. Das heißt also, diese ganzen oben rechts und unten links,
Die ganzen Punkte fügen jetzt also in meine Summe vom Korrelationskoeffizienten ganz viele positive Zahlen zusammen, die ich alle aufsummiere und da kommt was Großes raus. Ich habe aber noch die anderen Punkte, und zwar die unten rechts und die oben links, und die sind immer genau entgegengesetzt. Wenn der eine sozusagen nach oben hin abweicht vom Mittelwert, weicht der andere nach unten ab vom Mittelwert. Dadurch kommen also dann negative Zahlen zustande und das hebt sich dann genau passend weg. Das heißt also, die negative Zahl, die sich daraus ergibt, dass ich diese ganzen Punkte hier aufsummiere, und die unten hebt sich genau weg mit dem anderen. Okay? Und das gilt natürlich, wenn ich nur 10 Punkte habe, dann gilt das nur so ungefähr. Ja? Aber je mehr Punkte ich habe, je genauer werde ich also die Null treffen. Ja? Und dann sind die Sachen also unkorreliert. Oder mit anderen Worten, gegeben, dass ich den einen Punkt hier kenne, weiß ich auch nichts über den anderen irgendwie. Die sind also auch dann, der eine sagt mir jetzt in diesem Fall, jetzt bei diesem Scatterplot, nichts über den anderen aus. Gut, und dann gibt es natürlich noch diese Zwischenfälle, wo ich also eine Korrelation von 0,8 habe. Da gibt es also irgendwie so einen Bezug zwischen diesen Daten, aber es ist noch ein gewisses Rauschen drauf. Und es wird weniger und weniger und hier genau in die andere Richtung. Ja, das sind also die typischen Beispiele für Korrelationskoeffizienten, wie man das so an Scatterplots ablesen kann. Gut, schwereres Beispiel, wie sieht es hier aus mit der Korrelation? Hat er eben eine Intuition? Also links wissen wir schon, das ist 1,0. Rechts wissen wir schon, das ist minus 1,0. Wie sieht das jetzt hier mit diesen aus, die flacher werden? Was kommt denn da raus? Hat er eben eine Idee, was meinetwegen hier bei dem hier rauskommt? Ein bisschen schwieriger, ne? Wer möchte raten? Ja? Ja, ist die Behauptung, dass hier auch 1 ist, aber warum? Also die Antwort ist richtig. Aber warum ist es auch 1? Genau, es kommt nur darauf an, wie kompakt diese Linie ist. Ja? Genau durch dieses dividiert durch die Standardabweichung, ja, wird sozusagen die Variable passend transformiert, sodass die eigentlich dann wieder so aussieht wie hier. Das heißt also, die Skala an der y-Achse hier, die spielt eigentlich keine Rolle, weil die wird weggerechnet durch diese Division durch die Standardabweichung. Ja? Es kommt nur auf die Streuung an, wie stark das sozusagen um diese Gerade herum streut. Und wenn es halt gar nicht streut, dann ist die Korrelation tatsächlich 1. Und in der Mitte, da kann man überhaupt nichts ausrechnen, weil praktisch diese andere Variable hat keine Varianz. Ja, die Variable y hat in diesem Fall die Varianz 0. Damit ist auch die Quadratwurzel daraus 0, also die Standardabweichung. Und für den Korrelationskoeffizienten muss ich da aber durch dividieren. Und durch 0 kann ich nicht dividieren. Das heißt, da ist es also nicht definiert. Wenn eine Variable gar keine Streuung hat, dann kann ich auch nicht den Korrelationskoeffizienten ausrechnen. Weitere Beispiele. Ja, es wird immer schwieriger. Es muss ja nicht immer Gauss verteilt sein wie hier. Die Wirklichkeit ist ja viel schwieriger. Ja, da sind ja viel kompliziertere Abhängigkeiten zwischen Variablen. Wie sieht es denn hier aus? Hat da jemand eine Idee für einen dieser Scatterplots, was da die Korrelation ist? Ja, es ist jetzt erheblich schwieriger. Soll ich Ihnen einfach mal die Antwort zeigen? Die Korrelation ist in allen Fällen 0. Okay? Die Datasets sind jetzt alle exakt so gemacht, dass das hinhaut. Schauen wir uns mal den hier in der Mitte an. Okay? Dort können wir uns wieder vorstellen, dass wir das hier in so, der Mittelwert ist genau in der Mitte. Okay? Und relativ zum Mittelwert können wir das wieder in so 4 Sektoren einteilen. Dann haben wir praktisch den Sektor, wo einerseits hier oben beide Werte positiv vom Mittelwert abweichen, beziehungsweise unten gespiegelt beide Werte negativ vom Mittelwert abweichen, führt also in der Summe zu sehr, sehr vielen positiven Summanden. Aber umgekehrt habe ich genauso viele dann, wo ich den entsprechenden negativen Wert bekomme. Das heißt, das hebt sich auch gegenseitig weg. Geometrisch etwas schwieriger ist dieses Ding, da ist der Mittelwert auch genau in der Mitte. Aber wenn Sie hier so die senkrechten Linien so durchzeichnen, ja, dann bekommen Sie da also exakt gleich große Vierecke, die jetzt so ein bisschen deformiert sind. Aber dieses Shape hier, was ich hier so male, ja, ist genau das gleiche, 4-mal gedreht. Und da hebt sich also auch alles wunderbar weg. Die gleiche Argumentation, jetzt ist mein Mauszeiger weg. Und das Ding ist abgeschmiert. Okay, ich erzähle mal weiter. Da ist er wieder. Nee. Gute Frage, was jetzt hier los ist. Ich erzähle mal weiter, das Problem lösen wir gleich. Nehmen wir mal den Scatterplot auf der rechten Seite mit diesen Kreisen. Dort kann man mit der gleichen Argumentation rangehen. Und man hat also für eine der Mittelwert ist genau in der Mitte. Da, wo also gar keine Daten liegen. So, jetzt funktioniert es wahrscheinlich wieder. Prima.
Der Mittelwert ist genau in der Mitte, da liegen gar keine Daten. Ja, aber ich habe wieder diese vier Sektoren, die alle exakt irgendwie gleich aussehen, sodass sich das alles gegenseitig weghebt. Das gilt auch für diesen Ring. Ja, da ist es also auch so, ja, dass sich da also diese vier Sektoren alle gegenseitig wegheben. Auch in diesem Beispiel kann ich durch Spiegeln irgendwie einsehen, dass es das Gleiche ist, dass sich die Terme wegheben. Bei diesem hier ist es schon schwieriger. Ja, das sieht also irgendwie asymmetrisch aus. Das ist aber auch genau so konstruiert, dass es genau hinhaut. Wir sehen also jetzt hier an den letzten Beispielen insbesondere, dass also Uncorrelatedness, also Rho gleich Null, impliziert nicht Unabhängigkeit zwischen den Variablen. Was meine ich jetzt mit Unabhängigkeit? Naja, dass ich halt mit dem Wert der einen Variable die andere schon ziemlich gut einschränken kann im Wertebereich. Nehmen wir mal dieses Beispiel mit den Kreisen. Wenn ich weiß, dass jetzt x irgendwo hier in diesem Bereich ist, ja, also eine positive größere Zahl, dann weiß ich, dass das y irgendwie um die Null herumstreut mit einer kleinen Varianz. Ja, umgekehrt, wenn ich weiß, dass das x irgendwie um die Null herum ist, dann weiß ich, dass das y irgendwie großen oder einen sehr kleinen Wert haben muss. Ja, eins von beiden. Aber ich kann also irgendwas darüber aussagen, über die andere Variable. Es ist nicht so, dass ich gar nichts sagen kann, wie in dem Beispiel hier oben. Wenn ich da also den Wert von x habe, dann weiß ich nichts über den Wert von y. Okay? Also hier sind die wirklich unabhängig auch. Ja, es sind so Gauss-Verteilungen. Und wenn sie also komplizierter werden, die Verteilungen, können sie also unkorreliert sein, zwei Variablen. Trotzdem kann das eine die Ursache von der anderen sein. Schauen wir nochmal hier auf der Seite. Da sieht man richtig, wie das eine irgendwie eine Funktion von der anderen ist, so ungefähr wie ein Sinus oder sowas. Das heißt also, aus dem Wert der x-Achse kann ich den Wert der y-Achse irgendwie ausrechnen. Ja, die hängen also auch sehr stark zusammen. Trotzdem sind die beiden Variablen unkorreliert. Okay? Das ist also das, was ich hier unten noch geschrieben habe. Also zwei Variablen können unkorreliert sein, wie in diesen Fällen, und trotzdem kann also das eine die Ursache von der anderen sein. Ja, das ist also möglich. Das heißt also, Korrelation gibt uns einen Hinweis darauf, dass da vielleicht ein Zusammenhang zwischen zwei Variablen ist. Es impliziert aber nicht, dass das eine die Ursache, das andere die Wirkung ist. Umgekehrt, wenn die Korrelation gleich Null ist, dann habe ich auch noch nichts gelernt. Daraus folgt auch nicht, dass die Variablen nichts miteinander zu tun haben. Sondern das sagt mir nur was, wenn ich meine gaußsche Brille aufsetze und ich sage, alle meine Daten sind Gauss-Verteilungen, dann sagt mir die Unkorreliertheit sozusagen, dass sie nichts miteinander zu tun haben, die Variablen. Sobald ich meine gaußsche Brille absetze, sehe ich aber plötzlich so Verteilungen wie diese hier. Ja, und die sind dann doch irgendwie komplizierter. Da gibt es also Zusammenhänge zwischen den Variablen, die nicht so leicht zu beschreiben sind. Also, pardon. Korrelation misst also nur Ähnlichkeit zwischen Kurven. Ja. Und Korrelation ist auch nicht das gleiche wie statistische Abhängigkeit. Ja. Also das haben wir auch gesehen. Das mit der Abhängigkeit ist also, wenn man aus der einen die andere irgendwie einschränken kann oder ausrechnen kann. Und Korrelation impliziert insbesondere auch nicht Causation. Ja. Aber vielleicht gibt es einen interessanten Zusammenhang. Und nicht korreliert zu sein impliziert auch nicht Unabhängigkeit zwischen zwei Variablen. Das ist also irgendwie komplizierter.